Das ganze Team steht hinter dir. Zeig ihnen, was du oh, kannst. What the heck? Diesmal habe ich die Aufnahme nicht vergessen, wie letztes Jahr. Mhm, mhm. Natürlich. Dowdy, komm, sag einen raus. Kann man sowas fahren oder fährt man sowas nicht? Kann man sowas fahren oder fährt man sowas nicht? Ja. Ja, er wird wahrscheinlich dieselbe Strategie gerade vor sich haben, die ich meine. Es sind 40 Minuten, jetzt nur gesagt haben. Ja. Runden. Ach ja, ach ja. Hab ich gar nicht, glaube ich, ne? Rot, gut, gelb oder rot, gelb, weiß. Genau, die Frage, okay. Ich nehme den Zweier, also nicht den Dreier. Natürlich, ging ein. Okay, alle bereit? Auf geht's in die yep. Formation. Oh. Der Motor läuft gut, also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Bin innen, das gefällt mir noch nicht ganz. Ich glaube, außen wäre besser. Ja. Woo! What the heck? Ich habe gar nichts getan. What the heck? Denk daran, dass wir keine Reifen am Start, ne? Also, oh, jetzt. Okay. Was? Was für. What the fuck? Ich wurde disqualifiziert. Ja, war klar. Wow! Ich bin einfach weggerutscht und was zur Hölle? Finde ich ja schon mal gut. Ja, meiner ist einfach weggebrochen. Ja, ich bin auch eben einfach weggerutscht. Ja. Einfach so. Einfach nach links gedriftet. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Also ich hatte einen rechten Reifen kalt. Wenn du dann blöd mit dem Reifen auf den Curb kommst, zu viel Gas gibst, dann rutschst du weg. Ja, ich bin... Der rechte ist kalt, aber ich bin mit dem linken auf das Curb gekommen. Ja, dann hast du vielleicht auch mit dem linken Grip verloren. Kann ja auch sein. Und mit dem rechten hattest du keinen Grip. Boah, dann hattest du gar keinen Grip mehr. Ja. Toll. Was? Ich hab Lex. Ja, ich. Auch im Discord. Oh, schön. Oh, die kannst du mal ein bisschen langsamer machen. Also, ich hab nur bei. Nur bei Time Master im Discord Lex. Ja. Ja, nicht so arg langsam, jetzt übertreib's nicht. Das meine Reifen sind gar nicht so schlecht auf Temperatur gerade. Meine auch nicht. Was spinnt denn jetzt mein Internet rum? Schauen wir mal, was das gibt. Auf ein gutes Rennen im großen Finale. Mhm, fängt gut an. Das große Finale ist diesen. Warum stehe ich mich schon wieder schräg hin? Schräg zu Downey, das gefällt mir. Viel Glück. Alter, ich gebe Vollgas gerade. Leute, Gaudi? Wie konnte ich da ohne Schaden vorbeikommen? Oh fuck, ich hab Plex. Ich hab Schaden bekommen, oder? Gaudi, ja. Wo bist du? Der. Habe ich dich irgendwie wegge... Ich habe unerlaubt überholen bekommen. Oh. Wie bin ich da ohne Schaden vorbeigekommen? Aber kein Problem. Es wäre uns was davon kein Team, das stand man gut. Bestätige. Das ist aus, mal finden wir jetzt.
Ja, ja. Ja, ich hab keinen Flügel mehr. Du hast ihn ganz weggerissen, leider. Das virtuelle Safety Car ist draußen. Ich? Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Du warst der, der... What the? Kleinwasser? Oh, Saints! Holy shit! Saints! Ich hatte keinen Flügel mehr. Also. Durftest du jetzt vorne bleiben? Ja, keine Ahnung. Hey, Dauli, die schummelt! Was? Gefällt mir nicht. Ich habe aber auch plus 7 Sekunden, ne? Der ja, aber macht das wohl. Macht doch, ist doch in Ordnung. Ja, toll, er hat einfach im Safety Car Phase eine Position gut gemacht. Ja. Hamilton hat uns alle aufgehalten. Der war nur virtuelles, ne? Ja. Ein Dreck, da werde ich weggeschoben unter Plex. Oh mein Gott. Losfahren! Ich darf da jetzt rauszukommen noch. Machbar. So wie deine Pace war, ist das machbar. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Stadt. Außer das Papier noch irgendwas. Einmal durchgehen, wo seid ihr, wo ist der Rest? Vorletzte, ne, 18. Das ist Vorletzter. Jo, was ist so vorne passiert? Dass Alex Erster ist. Zweiter. Oh, die Dritter. Vierter. Das liegt Fünfter. Lege ich gerade? Funktioniert mein Discord nicht oder sagt ihr? Du ist ganz normal, also alles ganz normal bei mir. Ja, bei mir auch. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass ich da hier rede und rede und. Bin mir gerade hart am Konzentrieren, um am Vettel wegzukommen, damit Dauli es ein bisschen schwerer haben wird. Ja, alles gut. Geht mir genauso gerade mit Leclerc. DRS aktiviert. DRS ist jetzt versucht vom Hafen wegzukommen. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den ERS-Einsatz. Verpiss dich endlich. Oh, die kommt an Vettel näher.
Wahrscheinlich auf der Geraden vielleicht sogar schon vorbei. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5 Sekunden. Ja. Mein... Oh, das ist der Mercedes und der ist schnell. Ja, die gerade jetzt. Der ist... Wir haben einen Überschuss an Benzin, der uns langsamer macht. Stell um auf Benzinmischung 3 und gib etwas mehr Gas. Ja, so kurz. Jetzt ist er vorbei und diesmal bleibt auch vorbei. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Hamilton ist nicht mehr im EAS-Fenster. Heiß. Falls überholt? Sehr gut. Mr. Envy. Oh shit. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Scheiß Mauer. Das wird ein heißer Ritt, yay. Das wird ein heißer Ritt. Hat man dieses Season ja noch überhaupt nicht gesehen. Barsa gegen Gasly. Und er ist genauso schnell wie ich. Ja, im Tor war so viel, dass ich auch wohl. Ach, Paddle, ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet. Das hättest du wohl gern. Dass ihn die AI mehr auffällt. Ja, sehr. Vor allem versuche ich auch wirklich am Limit zu fahren und mache dadurch viel mehr Fehler und bin viel langsamer als wenn ich sauber fahren würde, glaube ich. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ich komme zu so weit raus jetzt. Ups.
Ist aber gut, wird Mr. W. ganz ruhig einfach. Konzentriert weiterfahren. Kannst du einen Halter Science auch bitte? Science ist so. Marcel hat Science schon überholt. 15,5 Sekunden. Was machst du hinter dir? Ja, man, was sie sich jetzt erstmal gegenseitig aufhalten, dass ich ein bisschen weiter weg von denen komme. Ja, du bist schon gute 3 Sekunden von ihm weg. Meine Reifen machen jetzt langsam schlapp. Das ist das Problem dabei. Ja, aber Runde 8, 9 werden die auch reinkommen, also. Ich würde keine zu große Gedanken machen. Box, Box. Ja, Vettel ist auch in der Box. Boxenstopp, Fenster dauert 20 Sekunden und dann noch den Tunnel fahren. So, Leclerc auch in der Box. Ich glaube, ich kann nicht vor Dauri bleiben, wenn er jetzt in die Box geht. Vor allen Dingen habe ich irgendwas Pinkes vor mir fahren. Christ. Ja. Und Vettel hinter mir. Und Soft. Hui. Ja. Beide Fahrer sind jetzt immer noch auf Soft unterwegs. Beide in der Box und beide auf Soft. Okay, der Kleine hat sich dann gut fresh überholen. Genau, so wie Verstappen. Weißt du, wo welcher Platz ist der gerade? 12. Ja, genau. Platz. Bleibt draußen. Ja, vermutlich damit der Doherty nicht in die Quere kommt. Ja. Ist gut für dich? Ja. Oh Gott! Doch, das war aber eine knappe Geschichte, du. Mhm. Gefällt mir, dass ich so rauskomme, hatte ich einen guten Stopp, ey. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 17,4 Sekunden. Ich weiß gerade hinter mir einfach was Sachen und... Verstappen und Perez, dein Teamkollege. Audi auf Soft unterwegs. Ja, meine zweite Stopp war Medium. Was wird mir gerade jetzt vorgeschlagen? Der Haas kann sich kein gutes Auto leisten, also können sie sich auch keine guten Strategien leisten. Ja, es liegt am Auto. Das Auto kann Soft-Medium nicht fahren. Das ist das Problem. Oder die denken halt, dass das Auto das nicht fahren kann. Die andere Strategie war Soft-Medium-Medium. Hamilton in der Box.
die Pforte hinter mir häufen. Ich hab Angst. Ja, das glaube ich einfach in die Box fahren. Glaube ich. Mit 8 Runden bist du gut. Wenn jetzt alles klappt, ist das der einzige Boxenstopp von mir. Der einzigste? Okay. Fährst du jetzt auf hart oder was? Ja. Boxenstoppfenster. Du wirst mit Glück weiterfahren. Ja. 8 schon unten. Digga, Hamilton ist noch vor denen rausgekommen, ey. Ich glaub's nicht. Keine Schnitte. Gegen den Mercedes. Ah, Käfig um Platz 2. Verdacht. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Wie der da wegkommt, ey. Das ist ein Hammer. What the fuck, wie schnell der ist, ey. Hab ihn schon zu, der kommt einfach wie Torpedo außen und kann auch noch so bremsen, ey. Meine Fresse. Lade die Softreifen, DRS gehabt, Windschatten, aber trotzdem. Crazy, ey. Jetzt konzentriert er sich, damit er keine Fehler mehr macht. Man hört schon nichts, deswegen. Also. Auch wichtig so. Ey, so langweilig. Ich meine, du kannst dich konzentrieren. Aber weiter labern. Müsst ihr für nächstes Jahr einen Kommentator engagieren? Ich hab mich doch schon. Haben wir doch schon? Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Wer hat der gesprochen nach? Der fährt denn gerade mit. Ja, aber so richtig kommentieren tue ich ja auch nicht. Ja, dann solltest du mal anfangen. Ist das richtig Zeit? Aber das Duell war gerade schon geil, muss ich sagen. Sagt er, Ist ihm vollkommen wurscht. Ja, was will der langsame Haas-Fahrer dann wieder bloß? Ich verstehe schon. Abgehoben, der Mercedes hier. Nein, der Mercedes probiert jetzt vorne zu bleiben, weil der erste Stopp wird dies. Du brauchst kein DRS, du bist vorne. Den will er vorne bleiben. Ja, das schafft er auch ohne DRS, weil ich nicht in seinem DRS-Fenster sein kann. Oh, reinkomme.
Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Ich glaube, ich versuche es, NS. Leclerc ist... weit weg. Sechster. Reicht das an Punkten? 18 zu 8. 10 ja. Punkte, das reicht nicht. Oh, 12. Baza, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Wir schauen nur in rückwärts. In der Boxengasse. Ja. Ja, genau, der fährt rückwärts. Ja. Kein Verlass auf den Red Bull-Piloten, ey. Gleich bin ich 19. Letztes Jahr fast Meister geworden. Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, ja. Kann ich nicht mehr. Doch, letztes Jahr war sehr stark. Letztes Jahr hatte er noch weniger zu tun. Die Softreifen bei Vettel brechen schon ein. Und ja. Die AI war schwächer. Macht man auch nicht vergessen. Oh nein! Really jetzt? Ich hab Probleme. Disconnect. Ja, du fährst noch, wenn du mich hörst. Ja, ich hab aber nicht verstanden, was Disconnect. Ich fahr aber ganz normal weiter, ne? Also. Rostwechsel? Wer fährt alles noch? Ich. Und ich. Ich komm nicht rein. Ja, der ist fährt doch auch noch. Ist der? Rostwechsel. Ja. What the fuck? Ja, deswegen ja. Oh, ja, gefragt. Mister, wer? What the? Was ist? Ja, Alex ist auch gerade aus. Also ist auch ja, raus. Der Benno getrennt. Fehlercode. Ich fahr auch noch. Der Fahrstand zum Hintermann beträgt. Wer fährt noch? Ich. Ich. Okay. In der Arbeitung. Komm, steck dabei. Was happened? Ich bin bereit. Oh shit. Was? Russell ist jetzt. Was ist hinter mich gefallen? Das letzte Rennen steht nicht unter einen. Ich trete gerade bei. Ja, die Autos laggen alle gerade jetzt. Ja, die Saints. Ja, jetzt höre ich euch doppelt. Ah. Übernehmen Taste. Oh Gott, Hilfe. Spectate, ja, ich hab. Warte auf der Geraden. Russell und Gasly haben sich einfach zwischen Vettel und mich teleportiert. Ja, ich hab auch Hamilton vor mir, hinter mir. Der Leclerc ist gerade auf 16 gefallen. Nee, ich bin hinter dir. Bei mir steht noch Hamilton. Bei mir steht ich und dann Vettel. Und der Vettel ist sehr, sehr nah dran. Und rammt mich. Okay. Ja, ich hab Blue Flag. Spiel, ne? What the fuck? Wieso? Ja, Leclerc. Ist auf 16, aber der fährt da vorne mit. Ah, Leclerc ist das hier. Ja, ja. Boah, jetzt hat mich Vettel. Was ist das für ein Scheiß hier? Lauris hat sich auch teleportiert. Was ist denn gerade los?
Ich hab die ganze Zeit Blue Flag. Jetzt ist Vettel vor mir, ey. No, ist es auf 4? Ja, ich bin auf 5. Ja, das Host-Track, sie geht vor allem nicht hin. Norris hat einfach schnell Runde gemacht. 1,27,5. No, Norris ist hinter mir. Okay. Oh, wie ein das wieder hier alles raubt, ne? Ja, das letzte Rennen, ne? Warum das jetzt einfach nur noch zu Ende? Warum sind meine Reifen auf einmal so scheiße? 31% auf einmal! What the fuck? Warum überholen mich hier alle? Wer rammt? Gasi rammt mich einfach mal als 16. Was ist denn hier ja, los, ey? Ich hab immer noch das Toastwechsel unter mir hier. Ich hab gar keine Kontrolle über mein Auto gerade. Alter, guck mal, wie schnell die alle sind! Aber 31% ist relativ realistisch. Ich hab auch 31. Also eben dachte ich deutlich weniger. Weil ich eine Runde vorher noch geguckt hatte. Und dann sehe ich Sophie mit den gelben wie viel. Einmal das raus. Ja, ich wusste, ihr wurdet gerade total leise und ich hatte die ganze Zeit das Hustwechsel flimmern. Alter, ich bin 6. und Hamilton ist 7. Was ist das für ein Scheiß hier? Letzte Runde 1,41, was? 1,41? Paris. What? Und wir fahren 1,48. Das wurde bei mir aber gerade korrigiert. Oder? Guck mal, wie schnell Hamilton da war. What the fuck? Ich kann hier absolut keinen Meter Mitte gehen. Ich hab wieder Blue Flag. Nice. Ey, wenn das so weitergeht, bin ich außerhalb der Punkte gleich. Ja, jetzt scheint er sich normalisiert zu haben. Zumindest bei mir. Bei mir nicht. Ich krieg nicht mal mehr DRS hier. Mir auch keine Zeiten angezeigt. So gut. Leclerc hat blaue Flagge, lässt uns aber alle nicht vorbei. What? Ich sehe jetzt mal auf 3. Alter, wie schnell ist so wie ein. Russell war eben hinter mir und auf einmal. Jo, der rammt mich als. Alter. Ich hab die schnellste Runde anscheinend mit 1,43. What? Ja, ich hab 1,40. What the fuck? Das Spiel ist komplett kaputt. Audi hat die Schnellzone mit 1,40, 6, ich 7, 3. Ich hab gerade Lila bei mir. Paris hat die Schnellzone mit 1,17. Bei mir steht gerade Lila, da ich die beste Zeit habe. Mit 1,43. Ja, da war ich. Ja, Russell ist erstmal 4 Runden. Russell ist erstmal 4 Runden weg. Ah, nee, jetzt. Hat sich wieder normalisiert hier. Ja, weil die in der Box sind. Ich hab immer noch blaue Flagge. Was ist hier los? Ja. Der Russell ist 13 Runden weg. Dominanz 13 Runden? Hat mich einfach überholt und fährt davon. Der fährt da eiskalt weg. Der Feld ist straight aber. Absolut kein Plan, was hier vor sich geht gerade. Na, no, keiner. Ich komme nur auf 302 km hier. Ey, du kommst auf meine Geschwindigkeit endlich. Claudi, wie schnell bist du auf der Gran? 329, so. 27 km schneller.
Der Stack, wie schnell bist du auf der Geraden? Warte. Ich bin gerade schon an der Geraden vorbei. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1. Kann ich dir gleich sagen. Lauri, sag mal, ob Russell dich durchlässt oder nicht. Ja. Gucken wir mal, was ich auf der gerade hinbekomme. Da 312. Ich, ab, ich kann nur 312 machen auf der gerade. Ja, sind immer noch 10 km schneller als ich. Was ist hier? Achtung, was für Achtung jetzt? Ja, ich hatte auch Achtung. Grüne Flagge. Peres, er ist echt Zweiter? Ja, okay. Weil die jetzt wahrscheinlich alle in der Box sind, oder? Niemand in der Box. Wo sind denn Norris und Hamilton? Wo sind die? Die sind auf einmal hinter mir. Hinter Disneck. Ja, Norris ist. Ja, so weiter hinter der Disneck. Müsste ja in der Box gewesen sein. Ach ja, dieses Skin. Da ist 4, 3, 5. Die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Hör auf damit, Bazaar. Also 304, 305 km/h so. Ohne DRS. Mhm. Warum sind wir so lange auf der Geraden, ey? Warum macht Russell eigentlich gerade so mega viel Druck? Ich verstehe die Welt gerade nicht. Kein Plan, was hier vor sich geht. Feldzone Dowdy 1,427. Ich fahre eine 1,471, das ist absoluter Bullshit. Ich wollte die schnellste Runde schon mal 1,17 war. Ja, aber irgendwas stimmt mit meinem Auto irgendwie nicht, keine Ahnung. Was, Schiavonizzi, lass mich schon mal! Auch wenn die Reifen abbauen, aber eine 1,47, nee. Ricardo wird auch vorbei, Mr. Vergiss es! Bleib hinter mir! Guck dir an, wie schnell! Das ist unmöglich, ey. Also, ich war nie schneller. Als das. Ja, das war's gut. Zum Laden, das macht mir irgendwie voll keinen Spaß gerade, ey. Ja, das glaube ich dir. Also hier läuft hier gerade gar nichts. Also ein sicherer zweiter Platz wird mir irgendwie, keine Ahnung, gerade einfach so weggenommen. Behaupte ich jetzt einfach so. Ja, aber das... Vor allem Russell hat einfach blaue Flagge. Ja, der ist 13 Runden hinter euch. Ah. Das kann ja nicht stimmen. Oh, kann das sein, dass sich ein Setup durch den Wiedereintritt auch wieder verändert hat? Kann sein. Ah, ja. Macht euch nicht kaputt da hinten. Fahr rechts vorbei. Verkackt. Voll verbremst. Ich lass mal Mr. Ich glaube, ich werde die Highlights noch auf den Gangstell, die Mr. W vor machen. Streckenabschnitte werde ich Gangstell aufnehmen. Und dann werde ich Gangstell das Spiel deinstallieren. Ja. Gute Idee. Ich spiele mit dir. Also so viele Probleme hatten wir noch in keiner Season, oder? Nee. Wie in dieser Season? Nein, nein.
Okay, Ricardo. Wie langsam ich bin, ey. Kannst mir nicht erzählen. Wie schnell Hamilton gerade ist. Also, lieber stimmt ja auf jeden Fall nicht, dass ich langsamer bin als Verstappen. Oh, Ricardo. Digga, Hamilton ist gerade so ultraschnell. Ja, der schafft seine 325. Ja, das wäre jetzt gerade mit DRS. Ich komm gerade so über die 300. Ich sag's dir, wenn ich jetzt in der Gerade bin. Hm? Wenn ich auf die Erde komme. Ich will schon ohne DRS und Windschock. Nee, ich wunderte mich gerade, wer ist denn da hinter Basa? Eins, aber der dürfte gar nicht hinter ihm sein. Keine Ahnung. Eins ist halt 18er und du bist halt 13er. Das ist halt. Und ich bin Erster. What the fuck? Okay. Also, Peres ist in die Box gefahren. Ja. 316 auf der Geraden. Mit DRS krieg ich auch 316 hin. 320. Ohne DRS. Ja, das macht der Mercedes. Ja, Sainz ist hinter mir mit. Ja, wie gesagt, er sagt hinter der Gute. Ja. Ist Verstappen vor mir? Nein. Das vor dir ist gar keiner. Ich, meiner Strecke, auf meiner Karte, einen vor mir. Nee. Du hast niemanden vor dir. Vor dir fährt ein Williams, aber der müsste gar nicht hinten sein. Ja. Nee, das ist Kubica, tatsächlich. Der ist 14. Der ist eigentlich hinter Basa. Ja, okay. Ich glaube, Abu Dhabi hat was gegen uns. Ja. Was machst du hinter mir? Nee, ich bin an Ricardo verbremst. Okay, sehr schön, Basa ist vor mir. Der Abstand zum Haupt- ah, da kann ich ja dort hier rausschmeißen. 2,2 Sekunden. Oder auch nicht, weil ich habe keine Flügel fast mehr. Gefühl gerade, dass es jetzt gerade einigermaßen wieder normal läuft. Ja.
Außer dass Hamilton abnormal schnell ist. Schneller als am Anfang. Das ist auch extrem schnell. Ich konnte vorhin mit Hamilton mithalten. Ich konnte von Hamilton wegfahren. Ja, ich auch. Okay, sehr schön. Basar fährt bei mir Softreifen. Hm, nice. Das. Und wir sind jetzt als Erster angewiesen. Hm, cool. Ach ja, dieses Spiel. Ja, Basar hat also die Hexe ausgepackt. Ja. Mal gucken, ob Gasly als 17. jetzt blaue Flagge kriegt. Noch sehe ich nichts. Er ist ja bei Basa auch keine blaue Flagge. Ja, der bekommt blaue Flagge, aber der lässt sich durch. Wir müssen ihn ganz normal überholen. Holy shit, blaue Flagge ist nicht mehr. Ich schaffe gerade 300 auf der Gerade jetzt. Ja, aber 300 ist normal. 300 schafft auch Mr. Heavy. Ne, ich schaffe nicht mehr, aber ich hab. Jetzt wird der Flügel hier ausgepackt. Der Reiz. Ne, achso. Ne, meine Flüge sind kaputt. Ohne Büro. Kommt zwar eh nicht mehr am Perez ran. Was? Ricardo! Ja, Ricardo ist gerade durch mich durchgefahren. Oh, durchgefahren. Was? Okay. Schön. Ja. Ghosting ist eigentlich aus. Aber das war noch nie ein Thema hier irgendwie. Am Anfang hat es ein bisschen geghostet auch. Ja, wie gesagt, das war am Anfang eh nie das Thema. Eigentlich, wenn du das ausmachst, das bringt gar nichts. Habe ich das Gefühl. Ja, das stellt sich, glaube ich, an, wenn irgendwer in der Liga laggt, aber. Ja. Zum Glück ist das nie vorgefallen. Einfach nur Assi. Ironie, hallo. Das ist eine gute Frage, warum der da ist. Was soll er eigentlich bei Sauer sagen? Ja, ich es bin ist auch komisch, dass Sainz dich wundert, kämpft. Ist Sainz nicht eine Runde dahinter? Ja, Sainz ist halt 18. Ja, aber eine Runde dahinter, deswegen ist er da. Ja, ja. Dann ist normal, dass er da ist, weil wenn er eine Runde dahinter ist. Nennen wir es einfach das traurige Ende einer traurigen Season. Egal wie es endet, Alex, mach mich bitte vor Ricardo. Weil das war unfair. Gerade. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Auch wenn ich keine Punkte kriege. Du bist Sieger der Herz. Benzinplanziel ist plus 1. Bist du denn jetzt gerade? Das ist 12. Selbst wenn es in den Punkten nichts ändern würde. Ist mir egal. Oh, blaue Flagge habe ich wieder. Oh, die schnellste Runde? Ja, für Sainz. Achso, ey. Ich habe aber... Nachzüglern. Die Batterie ist fast leer. Wir den IRS-Einsatz runter. Ja, weil du, weil Sainz die blaue Flagge kriegt für dich. Okay. Das heißt Annäherung an Nachzügler. Man muss ja gleich nachlassen. Er muss sein Stich durchlassen, ja? Ja, ja. Normalerweise. Spectator wird mir keine blaue Flagge angezeigt und so fort. Würde ich da nicht drauf hoffen.
Diese Aussage spinnt total. Ich hab manchmal Hülkenberg als Erster und manchmal Verstappen, manchmal Hamilton. Ich bin nur auf PCI, ne. Paris überholt Norris. Ist das nackt auf 3? Nur eine Frage. Ne, 4. Nee, 4. Bei mir steht 3. Leclerc 5. Wollte er sogar noch mehr? Ja. 5. Paris ist 5, ja. Leclerc ist 15. Oh, okay, ja gut. Also ich hab Vettel 2. Disneck 3. Da sagt dein Teamkollege aber was anderes. Die halten die Schilder in die falsche Richtung. Ah, jetzt habe ich Hamilton Erster. Hä? Ja, bei mir spinnt's total. Ja, ich glaube, als wir diesen Bug hatten, hätten wir alle einmal rausgehen müssen und wieder reinkommen. Ja, dann wären wir nicht nochmal reingekommen. Ja, dann wäre es zu Ende. Natürlich hintereinander. Meine ich. Dann weiß ich nicht, ob das wirklich was gebracht hätte. Naja, bei mir läuft das ja im Moment ganz normal. Und ich bin ja wieder reingekommen. Der Einzige, der bei mir so ein rotes Größter hat, war bei mir. Etwa 2 Runden kommen wir mit. Ja, ist ja jetzt auch egal, jetzt ist es sowieso gleich vorbei. Ne? Ja, Verstappen ist wieder Erster. Nice. Der ist hinter mir. Auf 8. Ja, wie... Michael disqualifiziert. Was? Was? Der wurde disqualifiziert, weil er nicht genug Reife gefahren ist. Holy shit. Er hat nicht gestoppt, aber super geil. War da auch fertig? Ja. Wo ist Raikön? Raikön ist jetzt 20. Ach, Barza ist jetzt da. Barza, was ist passiert? Ja, über Curbs und die andere Seite in die Mauer. Und Hamilton! Ah, die rennen alle in mich rein! Jetzt! Bei mir stehst du alleine da. Nein, das mach ich. Guck, jetzt ist er nicht reingefahren. Vettel ist voll rein. Nee, Vettel, voll rein in mich. Nee. Doch, bei mir. Aber nicht. Bei mir, doch. Ja, jetzt hätte Dori verdient. Pace war einfach zu stark. Vettel zweiter. Erster bei mir. What? Ja, bei mir auch wieder als Erster. What the fuck? What? Ich bin zweiter. Und ich bin dritter. Ja, du bist dritter. 22 Sekunden hinter dran? Nein, 22 Minuten. Ja. Okay. What? Ja. Guck mal, das Feld! Ne, jetzt ist Norris. Was macht das Feld denn gerade? Norris ist Erster Norris jetzt. Norris ist Erster. What? Nee. Norris war vor mir, jetzt ist Hamilton vor mir. Also Norris Erster, Vettel Zweiter, Vettel Dritter. Jetzt habe ich mich über den Dritten gefreut, jetzt kommt so eine Scheiße. Was ist denn los? Ja, ich kann mich gerade überhaupt absolut gar nicht freuen. Ich auch. Ja, vorüber auch. Norris Erster, Perez Zweiter, Vettel Dritter, Dowdy Vierter, Distek Fünfter, Hamilton Sechster. Ich 7. Verstappen 8. Hülkenberg 9. Noch. Und Timemaster in der Startziel. Guck, Dotti, Leclerc seine Zeit zu deiner Zeit. Ja, ja, der. der war das ganze Rennen nicht da. Und Russell, der ist durchs Ziel, aber hat keine Zeit. What the. Ja, bei mir steht ja immer noch die 13. Runde. Bei mir steht die garierte Flagge. Ja, aber so, keine. Wir sind alle jetzt durch. Ich bin fertig. Digga, wirklich finster. Schön. Ich hab gerade die erste bei der Mechaniker gesehen. Ach ja. What? Und damit verabschieden wir uns von 2019. Norris Erster. Wow. Aber sowas von. Das Spiel wird jetzt deinstalliert. Ja, natürlich. Ja. Jetzt hab ich keinen Bock mehr da drauf. Norris, Paris, Vettel. Hey. Wie kann das sein, dass. Was hat das Podium sieht, ich. Bei mir fahren noch Leute. Okay. Wie, ich sehe das Podium auch. Ja, ich nicht. Auch Podium. Ich nicht. Dann liegt alles an Dowdy, Alter. Ja, alles an Dowdy, ja. Das glaube ich nicht. Ja, ich. Na, hey, natürlich, er ist als erstes disconnected. So, aber das kann er nicht. Nein, Heimmeister steht von mir hinter mir in der Box.
Ich will das gar nicht erster drehen, mit einer 1,43,5. Perez 1,42,7. Vettel 1,41,6. Oh mein Gott. Ganz ehrlich. Schiebung. Eigentlich müssten wir den Scheiß nachfahren. Ey, ja. Soft Medium bin ich gefahren. Ich hab meinen letzten Reifen, Boxenstopp wurde gar nicht gezählt. Na, ich finde, das können wir nicht. Das können wir so nicht lassen. Lass müssen wir nachfahren. In F1 2020 nachfahren. Ja toll, wir haben nicht alle F1 2020. Ich will da nicht nachfahren. Obwohl eigentlich so. Willst du das lieber so lassen? Natürlich. Wir können das manuell jetzt nochmal einmal ändern. Ja, was willst du denn ändern? Du weißt doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, wer wo gelandet wäre. Ja. Audi wäre safe 1 gelandet. Ja, das kannst du ändern. Ich war Siebter, keine Ahnung, was bei euch da alles die ganze Zeit vorgefallen ist. Also ich bin als Dritter durchs Ziel gefahren. Und ich hatte eigentlich nur Lags und halt einmal diese Teleportation von Blasen. Klingt nur bei mir dies nicht so komisch, aber. Nein. Ich hab Ventilator an. Ich auch. Nein, das ist eher eine Roboterstimme. Weil ich hab auch Ventilator an. Jetzt besser? An. Ja, ist besser. Okay. Also Mr. W wollte tauschen mit Ricardo. Ja, weil der ist einfach durch mich durchgefahren. Aber ich muss sagen, mir ist es auch egal, weil ob ich jetzt in der Rangliste auf Platz, wo bin ich denn überhaupt? Ah, da. Auf Platz 13 bin oder, keine Ahnung, auf Platz 12 oder 11. Das interessiert mich nicht. Ja, ich bin 10. geblieben, alles gut. Mit 69. GZ nochmals an Daudi. Gucken wir einmal auf die Gesamtwertung, die gefaked ist. Konstrukteurswertung, Mercedes klar erster, da war vorher auch, Ferrari klar zweiter, war auch. Wir sind vor Red Bull gelandet, geblieben. Ja. Fünfter Racing Point. Selve und Timemaster auf 9, nicht letzter. Die Gesamtrangliste, Hamilton erster, Leclerc zweiter, okay. Da ein Punkt fehlt mir, das hätte ich dann geschafft. Schade. Verstappen 4, Vettel 5, Daudi auf 6, stark, Bader auf 10, Top 10, mit seinen 69 Punkten. Ja. Disneck auf 13, mit 56, Timemaster auf 19 und Mr. LW auf 20, mit einem Punkt hinter Timemaster. Ja, das war eine wunderschöne Season 2019, Season 3. Bestätige mal das Ergebnis. Genau. Ach ja. So. Season beendet. Aus Liga zurückziehen. Ja. Season beenden. Bye bye. Liga 2019. Wir brauchen dich nicht mehr.